Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mich hat ehrlich gesagt das heute Morgen nicht wirklich überrascht, dass jetzt auch die CDU/CSU die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten unterstützen wollen. Ich glaube, er war nie ein Angebot an die Linken und er war auch nie ein Angebot an eine rot-rot-grüne Kandidatur. Es war immer ein Angebot an die CSU und CDU. Natürlich, ich finde, Frank-Walter Steinmeier ist ein höflicher, umgänglicher Mensch, den ich auch im persönlichen Umgang schätze, aber er ist für uns kein Kandidat. Er steht als Architekt für die Agenda 2010 und damit für den Tatbestand, dass Millionen Menschen sozial ins Abseits gestellt wurden, bis heute ein großer Niedriglohnsektor durchgesetzt wurde und der Arbeitsmarkt dereguliert wurde. Von dieser Politik hat er sich nie auch nur einen Millimeter distanziert. Auch in der Außenpolitik, wenn er jetzt ein paar Äußerungen gemacht hat, die wir begrüßen, steht er doch für alle Auslands- und Kampfeinsätze der Bundeswehr in den letzten Jahren. Damit sind unsere Kriterien, dass wir einen Präsidenten oder eine Präsidentin wollen, die weltoffen, friedensliebend ist und für soziale Gerechtigkeit steht, nicht bei ihm erfüllt. Deswegen werden wir uns am kommenden Montag mit den Spitzengremien der Fraktion treffen und über die Nominierung eines eigenen Kandidaten uns verständigen. Ich gehe davon aus, wir werden dann nach dieser Sitzung der Öffentlichkeit einen eigenen Kandidaten bzw. eine eigene Kandidatin präsentieren. Das halten wir dringend für geboten, weil es Tatbestand ist, dass hier ein Mitglied der Regierungskoalition direkt ins Präsidentenamt überwechseln soll. Hier ist die Opposition gefordert, das kann die Opposition nicht mitmachen. Die Opposition muss mit einem eigenen Angebot auftreten. Diesen Versuch werden wir machen und ich gehe mal davon aus, dass dieser Versuch uns auch gelingen wird. Zweites Thema, Kürzungen bei Hartz-IV-Familien. Die Jobcenter haben im letzten Jahr rund 43.000 Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger mit Kindern die Leistungen gekürzt. Diese Zahl bezieht sich wohlgemerkt auf den Monat, nicht auf das Jahr. Es ist unerträglich, dass Familien mit Kindern oder Alleinerziehenden mit Kindern das Lebensminimum weiter nach unten gedrückt wird oder sogar komplett hier Leistungen gekürzt werden. Das können wir nicht akzeptieren. Die Kinder leiden hier unter etwas, für das sie keinerlei Verantwortung tragen. Für diese soziale Ausgrenzung und die soziale Armut der Kinder trägt die Politik die Verantwortung, nicht die Kinder, die hiermit deutlich bestraft werden. Wir halten an unserer Position fest, die Sanktionen bei Hartz IV müssen völlig abgeschafft werden. Wir brauchen eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die diesen Namen auch verdient. Die Fraktion hat jetzt gerade beschlossen, dass diese Sätze sofort auf 560 Euro erhöht werden müssten. Das ist noch nicht identisch mit unserer Forderung nach 1050 Euro Mindestsicherung, aber es geht in die richtige Richtung und wird auch von der Mehrheit der Sozialverbände in der Sache geteilt, die mal mehr, mal denselben Betrag fordern, aber ich glaube, da fühlen wir uns auf der richtigen Seite. Drittes Thema, Parteitag der Grünen. Ich glaube, die Grünen haben mit dem Beschluss jetzt auch ein Konzept für eine Vermögensteuer von Reichen und Superreichen aufzuwarten, die Tür für Rot-Rot-Grün nicht zugeschlagen. Das begrüße ich außerordentlich, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir soziale Reformen in dieser Gesellschaft nicht durchsetzen können, nicht umsetzen können, wenn Reiche und Vermögende nicht deutlich stärker besteuert werden. Es wird sich jetzt zeigen, wie weit dieses Konzept geht. Die Grünen haben das offen gelassen. Das zeigt auch in einem gewissen Sinn, dass sie nach wie vor eine zerrissene Partei sind, die sich nicht ganz klar entscheiden kann.
in welche Richtung sie bei der Bundestagswahl gehen will. Will sie eher zur CDU, CSU gehen, wobei ich glaube, einigen dämmert es auch, dass wenn sie mit Frau Merkel ins Bett gehen, dann doch mit Herrn Seehofer im Arm aufwachen. Und das auch, selbst für die Grünen, nicht gerade eine besonders erotische Zukunftsperspektive darstellt. Aber nach wie vor ist dieser Konflikt nicht wirklich entschieden. Was wir auch begrüßen, ist, dass die Grünen unserer Position gefolgt sind, nämlich die Sanktionen bei Hartz IV abzuschaffen und auch das Konzept einer sanktionsfreien Mindestsicherung zu vertreten. Man muss ja immer sagen, dass sie selber Urheber der Agenda 2010 waren und damit auch des Hartz-IV-Regimes. Wenn sie sich jetzt davon distanzieren, geht es grundsätzlich in die richtige Richtung. Ich glaube, das war durchaus eine Absage an das Kretschmann-Lager, der ja, sagen wir mal, selber ein Konservativer ist, dessen Körper eher quasi bei den Grünen gefangen ist, so könnte man es vielleicht sagen. Ich habe immer gesagt, er ist ja ein Stück weit die grüne Reinkarnation von Erwin Teufel, dem damaligen CDU-Ministerpräsidenten, und er verkörpert es ja auch an jeder Stelle. Aber offensichtlich ist die Basis nicht bereit, diesem Kurs von Kretschmann zu folgen, der da ganz offen auf eine konservative CDU-Linie orientiert. Lassen Sie mich auch noch ein paar Sätze sagen zu Trump und was jetzt auf uns zukommt. Ich glaube ja nicht, dass in irgendeiner Form er jetzt eingehegt wird und viele Ankündigungen nicht wahrmachen wird. Er wird vor allen Dingen eines tun, er wird viele Versprechungen nicht einhalten können, die er gemacht hat, insbesondere an die weißen Industriearbeiter, wo die vielen Industriearbeitsplätze, die gut bezahlt sind, herkommen sollen. Durch seine Politik ist, glaube ich, vielen ein Rätsel, mir auch, aber es überrascht mich nicht, weil die Rechten niemals ihre sozialen Versprechungen einhalten. Sie bringen immer die Wut zum Ausdruck, aber keine Lösungen. Aber was er machen wird als Ausgleich, ist, dass er sehr autoritäre und repressive Politik durchsetzen wird. Das sieht man jetzt schon an der Ankündigung, dass er erstmal einige Millionen illegale Einwanderer und Einwandererinnen abschieben wird. Die Minderheiten haben von ihm nichts Positives zu erwarten. Im Gegenteil, die müssen sehr erschrocken sein. Die Reaktion in der EU, die erstaunt mich und überrascht mich, und ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen, dass man erstmal auf die Wahl von Trump damit reagiert, dass jetzt Europa größere Verantwortung im militärischen Bereich hat und Juncker wieder quasi eine europäische Verteidigungsarmee fordert, weil mit Verantwortung ist da immer gemeint, dass Europa seine Militärleistungen oder seine militärischen Aufwendungen aufstockt und quasi eine eigene Verteidigungsarmee macht oder seine Verteidigungsanstrengungen erhöht, wobei die große Frage ja sein wird, gegen wen soll sich denn Europa verteidigen? Wer will ernsthaft Europa militärisch angreifen? Also gemeint ist nicht Verteidigung, sondern gemeint sind doch Interventionen in anderen Ländern. Und da muss ich nochmal deutlich sagen, die Linke lehnt jede Form von europäischer Verteidigungsarmee ab. Wir sehen auch gar keine Perspektive darin, die Verteidigungshaushalte zu erhöhen oder die Verteidigungshaushalte, Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen. Das Gegenteil wäre richtig. Man müsste aktivere Friedenspolitik machen, Prävention machen. Das wäre wirklich der Verantwortung von Europa gerecht zu werden. Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen zu der ganzen Debatte über die Fernstraßen bzw. Autobahnen. Schäuble hat ja einen sehr weitgehenden Vorschlag gemacht, eigentlich die Autobahnen zu privatisieren, im Zusammenhang quasi mit einer sogenannten Fernstraßen AG oder GmbH oder was das immer auch sein soll. Ich betrachte das als den größten Ausverkauf öffentlichen Eigentums der Geschichte der letzten 20, 30 Jahre, der hier geplant ist. Und deswegen machen wir eine totale Absage an diesen Versuch, quasi Fernstraßen, Autobahnen in irgendeiner Form zu privatisieren oder in irgendeiner Form
öffentliche, private Partnerschaften zu machen. Das im Übrigen in einer Zeit, in der der Staat für Kredite, die er aufnimmt, noch Geld kriegt. In dieser Zeit will er private Versicherungen oder Banken als Investoren gewinnen, die eine Kapitalrendite von 4, 5 oder 6% wollen, zu Lasten des Steuerzahlers. Das wäre nicht nur der größte Ausverkauf, das wäre auch wirklich Betrug an der Bevölkerung. Anders kann man es nicht sagen. Die Kosten, die teuerste Variante, die wir uns überhaupt vorstellen können, und auch die schlechteste Variante, weil nicht mehr das öffentliche Gemeinwohl steht im Vordergrund, sondern private Profitinteressen. Das können wir auf keinen Fall mitmachen. Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, dass die Frage nach bezahlbarem Wohnen, nach bezahlbaren Mieten eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit ist, das sagen wir als Linke seit vielen Jahren. Und ich denke, inzwischen kann niemand mehr abstreiten, dass sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den meisten deutschen Großstädten und Ballungszentren dramatisch zugespitzt hat. Wir erleben in den letzten 5 Jahren bei Neuvermietungen einen Anstieg, einen Mietenanstieg von 30, 40, hier in Berlin sogar von über 50%. Menschen mit geringem Einkommen, Erwerbslose, Rentner, Studierende, aber auch junge Familien können sich keine Wohnungen mehr leisten oder werden an den Stadtrand verdrängt. Mit unserer bundesweiten Aktionswoche, die wir heute starten, fordert die Linke deshalb bezahlbaren Wohnraum für alle. Das findet statt im Rahmen unserer Kampagne Das muss drin sein. Und diese Woche wollen wir den Auftakt für dieses wichtige Thema mit einer Aktionswoche begehen. Das Motto unserer Aktionswoche lautet Miethaie zu Fischstäbchen. Es wird in 7 deutschen Großstädten gestartet, aber viele Kreisverbände beteiligen sich mit Aktionen vor Ort. Unsere Tour wird in 7 deutschen Städten also gestartet werden, und zwar in denjenigen, die auch ganz besonders stark von der Mietenexplosion betroffen sind, da beispielsweise hier in Berlin von 56% Mietsteigerung bei Neuvermietungen in den letzten 5 Jahren. In Kiel sind es 48%, Osnabrück 43%, und wir machen auch Stationen in anderen Städten mit einem hohen Mietniveau oder mit einer großen Mietsteigerung, also wie Frankfurt, Nürnberg, Bielefeld und Dresden. Ja, wir werden einen 4 Meter hohen Riesenhai präsentieren, damit an belebten Plätzen in den genannten Städten Halt machen und mit Aktiven vor Ort ins Gespräch kommen, die Probleme benennen und unsere Forderungen präsentieren. Ich möchte kurz auf die Ursachen der neuen Wohnungsnot eingehen. Das ist einmal das Thema Spekulation. Deutschland ist als Mieterland besonders attraktiv für Finanzspekulation. Das andere, die andere große Ursache ist das politische Versagen und der Rückzug des Staates aus einer aktiven Wohnungspolitik. Als erstes wäre da zu nennen der massive Niedergang des sozialen Wohnungsbaus. Also allein in den letzten 10 Jahren sind über 1 Million Sozialwohnungen weggefallen. Wir haben derzeit einen Bedarf von 4 bis 5 Millionen Sozialwohnungen, der nicht gedeckt werden kann. Und der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus hält auch weiter an. Also es fallen jährlich 60.000 Sozialwohnungen im Schnitt aus der sogenannten Mietbindung. Das heißt, die Vermieter können danach die Mieten drastisch erhöhen. Es sind trotz aller Programme der Bundesregierung, werden im Jahr vielleicht 15.000 neu gebaut. Das heißt, es bleibt weiterhin bei einem Minus von 45.000 Sozialwohnungen im Jahr. Eine weitere Ursache war die massive Privatisierungswelle der letzten 20 Jahre, die übrigens auch noch nicht komplett gestoppt ist. Die Bundesregierung hält ja daran fest, die Wohnungen und auch die Flächen des Bundes an diejenigen zu verkaufen, die das meiste Geld auf den Tisch legen. Das sind meistens Großinvestoren, statt an diejenigen, die das sozialste Konzept vorlegen, was ja im Regelfall die Kommunen, die kommunalen Wohnungsgesellschaften sind. Das prominenteste Beispiel bei diesen sogenannten BIMA-Verkäufen ist das Dragoner-Areal hier in Berlin und ist Ihnen ja möglicherweise bekannt. Der Streit darum hält ja weiter an. Die Wohngemeinnützigkeit wurde abgeschafft, auch das aus kurzfristigen finanziellen Erwägungen. Das rächt sich bis heute, weil es keinen Sektor mehr gibt auf dem Wohnungsmarkt, der nicht nach Profitinteressen funktioniert. Und auch der vielgepriesene Bauboom kann
das Problem nicht lösen, denn nach aktuellen Erkenntnissen sind nur 5% der Wohnungen, die in den deutschen Großstädten gebaut werden, überhaupt für den Durchschnittsverdiener erschwinglich. Alles andere findet statt für Besserverdienende und im Luxus-Wohnsegment. Deshalb wollen wir die bestehenden Sozialwohnungen erhalten und auch den sozialen Wohnungsbau neu starten. Wir sagen, dass in den nächsten 4 Jahren bundesweit 1 Million Sozialwohnungen entstehen müssen, und zwar dauerhaft und bezahlbar für Menschen mit geringem Einkommen. Wir wollen Mieterhöhungen wirksam begrenzen. Die Mietpreisbremse der Großen Koalition hat ja leider versagt. Und nicht zuletzt wollen wir die Spekulation mit Immobilien, mit Leerstand und Luxusmodernisierungen eindämmen. Ja, im Rahmen unserer Kampagne "Das muss drin sein" gegen prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen organisieren wir dafür vor Ort unsere Aktionswoche. Wir freuen uns auf viele Mitstreiter, denn das Thema Wohnen geht uns alle an. Und nach der Fragerunde würde ich Sie auch gerne einladen, mit uns rauszukommen vor die Volksbühne. Dort werden wir die Kampagne starten. Wir wollen den Riesenhai präsentieren, und es gibt auch was zu essen, passenderweise Fischstäbchen. Vielen Dank.